Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr Dinge wegwerft. Also bei uns zu Hause, besser gesagt bei mir zu Hause in diesem Fall, ist das so, dass ich so circa einmal im Jahr die große Idee bekomme, es muss mal ausgemistet werden, es muss mal was weggeworfen werden. Das ist dann so ungefähr der Zeitpunkt, wo meine Frau sagt, du, ich bin mal nicht zu Hause, wenn es gut läuft, oder lieber auszieht, wenn es nicht so gut läuft. Und das ist ja so die Idee, früher mit dem Kinderspielzeug war das auch noch viel mehr, und dann ist das so die Idee, ja, Minimalismus ist ein gutes Lebensprinzip und ich sorge mal dafür, dass ich mit weniger lebe. Das hat mit dem Wegwerfen, was in den Flutgebieten geschehen ist, nichts zu tun. Gar nichts. Das war völlig anders. Da sind die Sachen aus den Häusern rausgewandert, ohne ausgesucht zu werden, ohne verabschiedet zu werden, ohne eine Möglichkeit der Reaktion. Eine Betroffene sagte zu mir, dass ich bin total gerührt und begeistert, wie viel Hilfe hier ist. Aber die tragen gerade mein Leben an mir vorbei. Und ich habe von nichts Abschied nehmen können. Und noch jemand anders sagte, ist der Haufen, der da liegt, mein Leben? Und wenn ich ganz viele Erinnerungen aufbewahrt habe, zum Beispiel an die Zeit, als meine Kinder klein waren, die sind weg, weggeworfen. Eine andere Art von Wegwerfen, als wir normal betreiben. Im Hebräerbrief im 10. Kapitel steht, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfanget. Werft euer Vertrauen nicht weg. Ich glaube, das ist manchmal leichter gesagt als getan, gerade in so einer Situation. Das sind für mich drei Keywords in diesem Text. Das ist Vertrauen, das ist Geduld und das ist das Verheißene. Und wenn wir spirituell, geistlich darüber nachdenken, das auf uns wirken lassen, dann wird deutlich, dass das zusammenhängt, dass das vielleicht eins ist. Und Vertrauen ist eins der Dinge, auf die auch Traumatherapie zum Beispiel aufbaut. Es gibt zwei Pfeiler, sage ich mal, zwei große der Traumatherapie. Das ist Vertrauen und das ist einen sicheren Ort zu haben. Und ich glaube, wir alle vertrauen ja auch darauf, dass wenn wir morgens das Haus verlassen, zur Arbeit gehen oder irgendwo hingehen, dass wir, wenn wir zurückkommen, dass das dann noch da ist. Und dann erinnere ich mich an den Feuerwehrmann, dem man am Ende seines Einsatzes gesagt hat, pass auf mit dem Nachhausegehen, das ist jetzt schwierig für dich, weil das gibt es nicht mehr. Das ist weg. Das finde ich, das ist ein ungeheurer Vertrauensverlust. Wir vertrauen auf unsere Heimat. Obeida hat das gerade erzählt, er hat auf seine Heimat vertraut, er hat darauf vertraut, dass sein Zuhause da ist. Er hat halbwegs noch Glück gehabt. Seine Wohnung war in der zweiten Etage und das Wasser kam nur zur ersten Etage. Aber was er nicht erzählt hat, dass er draußen gesessen hat und angerufen hat, ob das Wasser noch weiter steigt. Weil weg kam man nicht mehr. Die Fluten, das Wasser war zu schnell. Zwei doppelte Rheingeschwindigkeit mitten in Stolberg und Eschweiler. Dabei vertrauen wir, dass Wasser Leben ist. Der Junge, der keinen Wasserkran mehr aufdrehen kann, weil er von dem Geräusch weinen muss. Wir vertrauen auf das lebensspendende Wasser. Und
Vertrauen ist auch was, ja, wie entsteht Vertrauen? Was ist Vertrauen? Manche haben vielleicht gelernt in ihrem Leben, Vertrauen lohnt sich. Vielleicht hast du auch gelernt, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und ich glaube, dass Vertrauen nicht, oder die Skala ist nicht Vertrauen auf der einen Seite und Misstrauen auf der anderen Seite. Für mich ist dies, das funktioniert nicht. Die Skala ist vielleicht Urvertrauen oder auch Vertrauensseligkeit auf der anderen Seite und Misstrauen, Kontrolle auf der anderen Seite. Und Vertrauen ist das, was in der Mitte ist, was wächst und was man auch wie ein Schieberegler hin und her regeln muss. Ich habe das selbst die Woche an einem ganz kleinen Beispiel gemerkt. Ich war im Hotel und ging auf einen Aufzug zu. Die Türen öffneten sich und zwei Personen waren in dem Aufzug. War nicht ganz so klein. Und ich sagte, darf ich hereinkommen? Und dann sagte einer der beiden, komm herein, wir sind ja alle geimpft. Und ich dachte, guckte den ersten an, kann ich dir vertrauen, dass du wirklich geimpft bist? Guckte den zweiten an, kann ich dir vertrauen? Und merkte, wieso in mir das Misstrauen wuchs. Ich weiß es nicht. Der eine helle Haare, der andere dunkle, der eine mit, der andere ohne Bart. Und ich dachte, und schüttelte mich und sagte, na, Vertrauen ist doch etwas, was du in dir hast. Das hast du aber nicht fest, das hast du nicht sicher. Und ich sagte, ich bin nicht vertrauensselig, weil ich gucke hin. Aber ich bin auch nicht wirklich misstrauisch, sondern ich habe noch Vertrauen. Und Menschen, die Traumatisches erlebt haben, die müssen oft um ihr Vertrauen wirklich innerlich ringen. Da wird es dann wirklich schwierig. Das geht bis dahin, dass sie nicht wieder aufbaut, dass sie keine Beziehungen mehr eingehen, weil sie sagen, die werden sowieso zerstört. Oder die alten Menschen, die wir in ihren Wohnungen angetroffen haben, die völlig irritiert waren und sich schämten, weil sie den Verlust, den sie erlebt haben, überhaupt nicht mehr verstehen und verarbeiten konnten. Und dann ist doch Vertrauen auch etwas für mich, was ich nicht, wenn, da muss ich was tun, dass ich es nicht wegwerfe und ich bekomme es aber auch gleichzeitig immer wieder neu geschenkt. Ich bekomme Vertrauen immer neu geschenkt. Wobei, da hat das gerade in einem Nebensatz, finde ich, so eindrücklich gesagt. Das, was die im Sozialzelt leisten, und ich liebe diese Arbeit in dem Sozialzelt, die ihr macht. Das heißt, die brauchen vertraute Menschen. Und die Studenten, Studierenden, die Studentinnen, die da sind, haben erst den Schlamm geschippt und dann ihre Profession wieder entdeckt und gesagt, wir können diesen Menschen weiterhelfen. Und die Menschen haben diese Hilfe angenommen, weil ihr vertraute Menschen seid. Und da bin ich auch wieder bei mir selbst und merke, Vertrauen entsteht bei mir auch im Herzen immer wieder neu durch die Menschen, die mir vertraut sind. Das bewegt mich immer wieder, dass ich da eigentlich nichts für tun muss, sondern ich das spüren kann, weil ich kann Vertrauen letzten Endes genauso wenig wie den Wind in Tüten packen und behalten. Aber ich kann es im Miteinander immer wieder neu gewinnen und kann immer wieder neu Vertrauen in mir aufbauen. Das zweite Wort, Geduld. Wie soll es nur weitergehen, hat jemand gesagt. Und Geduld ist vielleicht auch eine seltene Pflanze. Ich bin manchmal selber sehr ungeduldig, so ein Typ, der relativ schnell ist und dann Sachen machen will, versteht, umsetzen, irgendwas bewegen. Und dann erzählte mir vor, weiß gar nicht, 3 Wochen, glaube ich, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, er sagte, ich habe, glaube ich, gerade das letzte Schreiben oder den letzten Antrag oder was er da genehmigt hat zum Oderhochwasser. 2012, glaube ich, war das.
wird eine irre lange Strecke werden. Das wird richtig nötig sein, dass diese Geduld wächst. Und ich glaube, man muss auch Vertrauen haben. Das Vertrauen nicht wegschmeißen heißt, dass die Geduld in mir immer wieder wachsen kann. Dass immer wieder neue Ideen wachsen. Auch darauf muss ich vertrauen. Dass mein Mut wächst, Dinge zu tun, dass ich mich wieder sicherer fühle. Ich brauche für mein Vertrauen auch viel Geduld, mich wieder sicherer zu fühlen an bestimmten Orten. Ich muss da wieder lernen, darauf zu vertrauen, dass meine Wohnung am Abend tatsächlich noch da ist. Vielleicht hat das so ein bisschen was von Laufen lernen, von Verunsicherung. Und dann ist da im Moment eine Wohnung, das hört sich so erstmal, wenn Obeida sagt, ja, Heizung, das heißt, da gehen Kinder, kleine Kinder morgens durchfroren zur Schule, weil Hausbesitzer die Heizungen nicht machen lassen. Das braucht Geduld. Darüber kann man verzweifeln. Wie soll das nur weitergehen? Und da ist auch die Menschen, die vertraut sind, die nah sind, sind die, die immer das Gefühl geben, dass auch diese Geduld sich lohnt. Und dann sind die, die gesagt haben, was wird werden? Wie wird es werden? Was wird wie werden? Das ist das dritte Wort, die Verheißung. Verheißung ist erst recht etwas nicht, was ich machen kann. Vielleicht entsteht die aus Vertrauen, Gewinnen, Geduld mit mir, mit anderen. Geduld heißt für mich nicht nichts tun, sondern Geduld heißt für mich auch reifen und wachsen lassen, geschenkt bekommen und dass dann wieder etwas werden wird. Und Geduld, Vertrauen, Verheißung. Verheißung ist für mich auch das, was Gott uns zusagt, wo er sagt, egal wo ihr ungeduldig werdet, egal wo ihr eure Geduld verliert, egal wo ihr euer Vertrauen verliert, euch gilt die Verheißung trotz allem. Verheißung heißt für mich auch, dass etwas werden wird, was ich jetzt noch nicht genau weiß. Aber ich vertraue darauf, dass es wieder wird in meinem Leben. In einer anderen Form, in einer anderen Gestalt. Dass etwas neu wird. Dass in dem, was neu wird, wieder etwas ist, was ich lieben kann. Dass ich da was finden kann, was gut ist. Dass ich da was finden kann, was schön ist. Und wenn ich diese Perspektive, diese Hoffnung nicht habe, wozu soll ich dann Geduld haben? Was nützt mir alles Vertrauen, wenn ich nicht darauf hoffen darf, dass es wieder gut wird, dass es wieder schön wird? Es ist das Ja zu unserem Leben, was immer wieder auch in der Bibel uns zugesprochen wird. Und genau das wird uns ja auch hier zugesprochen in diesem Bibeltext, dass eine große Belohnung hat, dass wir das Verheißene empfangen. Wenn wir unser Vertrauen in unser Leben, unsere Geduld mit uns und den anderen nicht verlieren. Auch wenn man manchmal jetzt gerade in der Flut das Gefühl hat, ja, so richtig interessiert sich keiner mehr und alle werden wir allein gelassen. Manchmal fühlt sich das so an. Und das macht es dann nicht leicht. Ein Betroffener sagte, Sie müssen unbedingt wiederkommen, wenn wir das hier wieder schön gemacht haben. Ein Satz, der mich sehr berührt hat. Und ich möchte gern wiederkommen, wenn auch mit eurer Hilfe das wieder schön geworden ist. Weil das ist für mich dann das Verheißene, dass es wieder schön wird. Danke.